begrüße dich. Ich bin Vera, die Präsidentin vom Verein Die Kreativen. Unsere Vision ist es, in dem Verein der Kreativen die Kreativität mit der Persönlichkeitsentfaltung zu verbinden. Wir haben jetzt hier einen sehr schönen Platz gefunden, ein Vereinsheim, ein Ort der Begegnung, wo hier Treffen und Vereinsversammlungen stattfinden können. Und hier werden wir gemeinsam malen mit unterschiedlichen Techniken, unterschiedlichen Themen. Und die Idee ist es, dass wir das Kreative einfach auch verbinden, indem wir selber als Mensch auch in dem Prozess des kreativen Schaffens uns entfalten können. Es geht auch darum, dass wir zum einen zeichnen, malen, mit unterschiedlichen Materialien arbeiten, auch Bildhauern oder Schnitzen. Alles das können wir hier gemeinsam zusammen erfahren und eine schöne Zeit miteinander verbringen. Ich bin der Martin, ich bin der Vizepräsident vom Verein Die Kreativen. Ja, ich zeige euch so ein bisschen, was wir hier also machen können. Wir haben jetzt zum Beispiel das Zeichnen, gerade so für die Jugend zum Beispiel. Da zeichnen wir Comics. Es geht einfach darum, dass die Jugend auch so das Gefühl hat für den Körper, für den Raum, für die Perspektive. Wir nehmen auch schöne Comics her, die wir dann schon haben, und dann malen wir dann hier das alles nach. Ich zeichne das dann vor und wir können das dann nachgucken. Haben wir dann lustige Bilder von Katzen und Snoopies. Aber es geht auch darum, dass wir dann auch Häuser zeichnen, Figuren, aber auch Perspektive. Hier gehen wir in die Perspektive rein, Dreipunktperspektive. Wir haben auch lustige Sachen, wo wir dann hier praktisch dann die Treppe rauf und runter gehen, also ein bisschen perspektivisch. Dann haben wir Figuren, Pflanzen, auch wieder Perspektive, das ist die Vogelperspektive, die Vierpunktperspektive. Also wir lernen da richtig auch die Sicherheit, wie wir dann in die ganzen Formen reinkommen. Wir zeichnen Hände, wir zeichnen Figuren, auch extreme Bewegungen, dass wir das dann alles lernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wir das dann insgesamt auch dann einfach erfahren und dass wir das uns alles beibringen. Ja, dann zeige ich euch auch gerne, was wir auch malen zum Beispiel. Wir können hier eine Regenbogenspirale machen. Das ist dann zum Beispiel, ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet. Also wir können also praktisch eine Leinwand nehmen, die ist mit Shellac. Mit Shellac ist die schon bereits lackiert. Shellac, das ist ein Stoff, das sind Harze, die werden von Blattläusen hergestellt. Und die werden dann auch gemischt mit Spiritus und es entsteht eine Lackflüssigkeit. Und diese Lackflüssigkeit ist eine sehr, sehr, sehr schöne Farbe. Dann tue ich dann ein bisschen Pigmentpulver hier verstreuen. Das könnt ihr dann sehen. Dann habe ich dann hier hier unter einen Pendel. Das Pendel habe ich schon vorbereitet. Da ist jetzt ein Lack drin. Da ist auch Pulengel drin und auch ein Medium. Und jetzt tue ich erstmal testen, wie wir jetzt das machen wollen. Das wird ungefähr dann so eine Form geben und gießen und los geht's. Und das jetzt in einem Pendel und haben dann immer schön die gleichmäßigen Linien. Ich nehme das nochmal auf.
dann mache ich ein Pendel von der anderen Seite. Das darf ruhig ein bisschen runder sein. Dadurch entsteht eine schöne Spiralform. Das ist auch ganz gut, wenn ich zum Beispiel eine Galaxie oder irgend sowas machen will mit dunklem Hintergrund. Und dann habe ich dann hier schöne gleichmäßige Farbe. Das wird nachher trocknet es transparent. Das heißt, das, was jetzt hier weiß ist, das sieht man nachher nicht mehr. Und dann haben wir eine schöne Regenbogenspirale gebaut. Solche Sachen wollen wir alles dann probieren. Ja, wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Ja, werde Mitglied und du kannst bei all unseren schönen Aktivitäten dabei sein.